Ingnat war ja der Trautmann als Helden, als Hero. Viele hielten ihn damals für den besten Torhüter der Welt. Doch zu einem Länderspiel für Deutschland wurde er nie berufen. Sepp Herberger hielt sich auch in seinem Fall an die Linie des DFB, keine Spieler in der Nationalelf einzusetzen, die in ausländischen Clubs spielten. Dabei schätzte er Trautmann sehr, verpflichtete ihn auch für das erste Auftreten unserer Nationalmannschaft nach dem Krieg in London am 1. Dezember 1954 als ortskundigen Betreuer. 1966 während der Weltmeisterschaft war Trautmann auf Wunsch des DFB vom Veranstalter als offizieller Attaché für die deutsche Mannschaft bestimmt worden. Und während der Europameisterschaft 1996 gehörte Trautmann der offiziellen Delegation des DFB an. 1964 beendete er seine Spielerkarriere nach über 600 Spielen für Manchester City, davon 545 in der Liga. Noch. Noch heute wird sein Name, weil ich euch schon die Stimme. Noch heute steht sein Name in England hoch im Kurs. Die Fans von Manchester City wählten ihn vor wenigen Jahren zum besten Spieler aller Zeiten ihres Clubs. Der Verband kürte ihn zum Spieler des Jahrhunderts und eine Tribüne im Stadion von Manchester City trägt seinen Namen. Auch in Deutschland erinnert man sich seiner, obwohl er nie hier gespielt hat. Bei einer Umfrage der Süddeutschen Zeitung zur Jahrtausendwende wurde er unter die 10 besten deutschen Torhüter, Sepp Maier gewann damals die Wahl vor Toni Türk und Heiner Stuhlwart, auf Platz 8 gewählt. Trautmann war damals einer von 6 Ausländern. Kein Vergleich zu der heutigen Ausländerschwemme. In manchem Spiel der Premier Liga sind heute 3-mal so viel Spieler auf einmal auf dem Platz. Reich werden konnte keiner. Das Wochengehalt betrug ganze 10 Pfund, umgerechnet etwa 150 Mark. In der Sommerpause von Mai bis August gab es lediglich 8 Pfund. Man bedenke dabei, in die Sommerpause fiel auch regelmäßig der höchste Feiertag des englischen Fußballs. Das Cup-Final traditionell am 1. Mai, Samstag jeden Jahres. Es ist sicher keine scherzhafte Übertreibung, wenn er sagt, für das, was heute manche Stars in England verdienen, hätte ich 90 Jahre spielen müssen. Insgesamt 25 Jahre lebte er in England, eine Zeit, die ihn geprägt hat. 15 Jahre war er später für das Auswärtige Amt und den DFB als Trainer in 7 Ländern tätig. Die Nationalmannschaft von Birma, heute heißt der Staat Myanmar, führte er 1972 zu den Olympischen Spielen in München. Die Trautmann Foundation ist in der Jugendförderung tätig und plant gerade ein Programm für den Kampf gegen Rassismus und Intoleranz. Zur Aussöhnung zwischen Briten und Deutschen nach dem entsetzlichen Krieg hat er wie kaum ein anderer beigetragen. Die Queen ernannte ihn zum Ehrenoffizier des Ordens vom Britischen Empire. Bei ihren Deutschlandbesuchen gehört er stets zu den Gästen ihrer Staatsbankette. Mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde er in seinem Geburtsland. Eine Ehrung durch den Deutschen Fußballbund steht ihm bevor, anlässlich des Länderspiels gegen England am 19. November in Berlin, erhält er das Ehrenzeichen in Gold mit Brillant. Deutsche Fernsehzuschauer verdanken ihm übrigens einen Schauspieler in der Dauerserie Lindenstraße. Bill Mockridge, ein Kanadier, spielt dort seit 17 Jahren die Rolle des Erich Schiller. Als Junge besuchte er 1957 in Toronto das Gastspiel von Manchester City. Im Programmheft las er mit wachsendem Interesse die dramatische Geschichte des Cup-Finals vom vergangenen Jahr mit Trautmanns Taten und dessen Verletzungen. In dem Land, das einen solchen Mann hervorbringt, will ich leben. Die spontane Idee setzt er Jahre später in die Tat um, was der Fußball alles auslösen kann. Wohin man auf dieser Welt auch kommt, überall trifft man Menschen, die sich auch für den Fußball begeistern.
Sprachbarrieren werden mit Leichtigkeit übersprungen, denn Fußball ist auch als Sprache international. Dank solcher Menschen wie Bernd Trautmann für seine vorbildliche Haltung als Fußballspieler auf und außerhalb des Platzes, für seine großen Verdienste um die deutsch-britische Aussöhnung und sein soziales Engagement erhält Bernd Trautmann von der Deutschen Akademie für Fußballkultur den Walter-Bensemann-Preis, gestiftet vom Kicker Sportmagazin, zum Gedenken an seinen Gründer.